Oh. Hi Leute, wusstet ihr, dass in Pfützen Tiere leben? Welche das sind und warum sie sich genau eine Pfütze als Zuhause ausgesucht haben, das will ich heute mal rausfinden. Schaut mal, da vorne sind sogar ein paar Wasserläufer. Oh! Zeit für die erste Aufgabe. Wie immer muss ich drei davon lösen. Ich bin mal gespannt, was die erste ist. Züchte einen Urzeitkrebs. Naturschützer Helmut hilft dir dabei. Urzeitkrebs. Da bin ich mal gespannt. Für euch gibt's schon mal die ersten Infos. Ich mache mich auf den Weg. Eine Pfütze ist ein sehr kleines Gewässer. Es entsteht, wenn es regnet und sich Gruben und Vertiefungen mit Wasser füllen. Das bleibt eine Weile darin stehen, bis es wieder versickert oder verdunstet ist. Eine größere Pfütze nennt man Tümpel. Innerhalb kürzester Zeit füllt sich eine Pfütze mit Leben. Schon in den Regentropfen sind Eier von Mikroorganismen, Kleinstlebewesen, die wir mit bloßem Auge nicht erkennen können. Wie beispielsweise die Pantoffeltierchen. Diese Aufnahmen wurden mit einem Mikroskop gemacht. Libellen legen ihre Eier in der Pfütze ab und Wasserläufer warten geduldig auf Beute. Auch Amphibien wie Frösche oder Kröten legen hier ihren Laich ab. Aus den Eiern schlüpfen Kaulquappen, die ungestört aufwachsen können. Denn Fressfeinde wie Fische können in dem kleinen Gewässer nicht überleben. Hier wohnt der Helmut. Ich habe mich schon mal vorbereitet. Kescher, Lupe, mal gucken, wo ich die Urzeitkrebse züchten kann. Oh, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Mal schauen, was da so los ist. Aber erst muss ich die Urzeitkrebse ja finden. Vielleicht hier im Wasser. Das wäre cool. Dann könnte ich gleich noch etwas im Becken planschen. Hey, servus, Pia. Ja, Helmut, hi. Was suchst denn du da? Naja, ich soll doch Urzeitkrebse züchten. Jetzt dachte ich, schaue ich mal hier, ob welche da sind. Also das wird schwierig im Pool. Ah, okay. Ich glaube, da müssen wir aber anders schauen. Du weißt wo? Ich glaube schon. Okay, dann komme ich mal mit dir mit. Gute Idee. Ja, Pia, ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Oh, für dich, für uns. Eine Schatzkiste. Ja. Das fängt ja schon mal klasse an. Hm. Darf ich die mal aufmachen? Ja, natürlich. Okay. Hä? Da ist ja nur Sand drin. Tja, auf den ersten Blick schon. Auf den zweiten auch. Tja, vielleicht muss man genauer hinschauen. Gut, dass ich meine Lupe dabei habe. Mhm. Das ist nämlich ein Naturschatz. Oh, okay. Weil in diesem Sand-Kies-Gemisch sind die Eier von den Urzeitkrebsen drin. Nee. Ja. Okay, dann werde ich da jetzt mal genauer reinschauen. Wo sind diese Eier nur? Worauf muss ich achten? Wie schauen die aus? Ja, die sind sehr, sehr klein, sind ein bisschen rötlich und schauen aus wie Salzkörner. Da, ich habe ein Ei gefunden. Die sind ja echt winzig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass daraus mal Urzeitkrebse werden. Die sind ja total trocken. Ja, das wird funktionieren. Urzeitkrebse leben ja in Pfützen, in Tümpel. Die trocknen naturgemäß aus. Ja. Und die Eier, das hat die Natur so erfunden, halten dieses Austrocknen aus. Also bei Amphibien, Frösche, Kröten, wenn die Eier austrocknen, sind sie kaputt. Ja. Beim Urzeitkrebs nicht. Nein. Das heißt, es kann sein, dass die jetzt schon ein paar Jahre alt sind und die überleben es trotzdem. Ja, ja. Also jahrzehntelang hat die Wissenschaft herausgefunden, sind die überlebensfähig. Wow, das ist ja cool. Aber wie werden da aus diesen Eiern jetzt Urzeitkrebse? Ja, da müssen wir eigentlich ein bisschen Natur spielen. Und eine künstliche Pfütze im Aquarium schaffen. Zuerst kommt das Sand-Kies-Gemisch mit den Eiern rein. Damit daraus Urzeitkrebse schlüpfen können, müssen sie im Wasser liegen. Am besten in Regenwasser. Zu Hause muss ich das Aquarium in die Sonne stellen. Sehr gut. Helmut zeigt mir, wie die Urzeitkrebse aussehen, wenn sie geschlüpft sind. Ach, das sind die? Der Urzeitkrebs wird auch Triops genannt, weil er drei Augen hat. Mit den beiden vorderen kann er Farben sehen. Und mit dem hinteren erkennt er, ob es hell oder dunkel ist. Unter dem Panzer hat er etwa 40 Beinpaare, an denen sitzen Kiemen.
Ein Triops atmet sozusagen mit den Füßen. Die blattförmigen Vorderbeine benutzt er zum Schwimmen, die hinteren eher zum Atmen. Wow, so werden meine auch mal ausschauen? Ja, wenn du das gut pflegst, dann werden die so groß. Wie alt sind die denn jetzt? Die sind jetzt ca. 14 Wochen alt. Schauen ja ziemlich urzeitlich aus, finde ich. Ja, die gab es auch schon vor den Dinosauriern. Nein. Ja, sind die ältesten Lebewesen, die es bis heute gibt. Wie abgefahren! Der Urzeitkrebs ist die älteste noch lebende Tierart auf unserem Planeten. Sag mal, was schwimmt denn da oben eigentlich rum? Das schaut aus wie eine Haut. Genau, das ist auch eine Haut. Die Triopse, die Urzeitkrebse, die müssen sich immer wieder häuten, also alle paar Tage. Weil die wachsen schnell und die Haut wächst nicht mit. Ah. Das kennst du vielleicht von den Schlangen. Genau, die häuten sich auch. Richtig, genau. Und die machen das auch so. Helmut züchtet für ein Naturschutzprojekt eine einheimische Triopsart, den sogenannten Sommerschildkrebs. Früher lebten die Tiere in Pfützen und Tümpeln. Heute findet man sie in der Natur nur noch sehr selten, weil es kaum noch Pfützen gibt. Und deswegen züchtest du sie, um sie dann wieder auszuwildern? Genau. Und wann sind die jetzt zum Beispiel soweit? Heute. Brauchst du da noch ein bisschen Hilfe? Ja, auf alle Fälle. Kannst mir gerne helfen. Ja, super. Sehr gerne. Die Aquarien sind viel zu schwer, um sie zu tragen. Deshalb setzen wir die Urzeitkrebse vorsichtig um. In eine leichte Transportbox. Deckel zu. Genau. Und los geht's. In dieser Wiese sind mehrere Pfützen. Sie werden das neue Zuhause für unsere Sommerschildkrebse. Hier finden sie genug zu fressen. Algen, die sie von Pflanzen abknabbern können, und winzig kleine Mückenlarven im Wasser. Boah, schau mal meinen an, was macht der denn da? Der schaut aus, als würde er irgendwie ein Loch buddeln. Ja, genau. Der macht jetzt wirklich so eine Vertiefung und wird wahrscheinlich jetzt schon gleich Eier legen. Das heißt, er fühlt sich richtig wohl da? Davon würde ich ausgehen, ja. Das ist ja toll. Besser hätte es gar nicht laufen können. Finde ich auch super. Wenn die Sommerschildkrebse auf dem Rücken durchs Wasser schwimmen, suchen sie nach Nahrung. Die packen sie dann mit ihren vielen Beinen. Vielleicht habt ihr mal ein gekauftes Triops-Set geschenkt bekommen und zu Hause welche gezüchtet. Die dürft ihr niemals aussetzen. Denn meist sind es amerikanische Urzeitkrebse. Die sehen zwar aus wie diese hier, haben aber in unseren Pfützen nichts zu suchen. Dann gieß mal aus. Ja, würde ich auch sagen. In 2 Wochen treffe ich Helmut wieder. Dann sollten bei mir zu Hause die ersten Sommerschildkrebse geschlüpft sein. Ich hoffe, das gelingt mir. Oh. Fotografiere die Unke mit den Herzaugen. In Burgheim beim kahlen Baum geht's los. Achte auf die Fahrspuren. Na dann, mal los. Ha, da ist der Baum und da geht's in den Wald rein. Ich hoffe, hier löse ich meine Aufgabe. Ah, kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen Unke, Kröte und Frosch? Hm? Ich zeige euch den mal. Frösche haben eine glatte Haut, lange Hinterbeine und springen. Kröten haben viele Warzen, sind plumper und kriechen. Unken sind kleiner als Kröten und können springen, wie Frösche. Im Wald finde ich tatsächlich eine dicke Fahrspur. Mal sehen, wo die mich hinführt. Je weiter ich gehe, desto matschiger wird der Boden. Ah, und da vorne ist eine Pfütze. Oh, und da sind irgendwelche Tierchen drin. Es könnten Unken sein. Lustig, wie die einen anschauen. Ob das meine Unke mit den Herzaugen ist? Kann ich mal die Kamera haben, bitte? Schwupp. Wirklich was erkennen kann ich nicht. Das Wasser ist zu schlammig und die Tiere sind zu schreckhaft. Hallo. Oh, hallo. Was machst du denn da hier? Ich bin die Pia und ich bin auf der Suche nach einer Unke mit Herzaugen. Und wer bist du? Ich bin die Lisa und ja, da hast du schon gleich den richtigen getroffen. Ich kenne mich nämlich ein bisschen mit Unken aus. Und für was hast du die Schaufeln dabei? Ja, die brauche ich später noch, weil, wie du ja hier siehst, hier sieht es ziemlich schlimm aus. Das war mein ganz normaler Weg mit einer kleinen Pfütze drin, wo die Unken gelebt haben.
Und da sind jetzt, nachdem es geregnet hat, ganz viele Mountainbiker gekommen. Und dann ist noch ein Traktor durchgefahren. Und da waren vorher ganz viele Unken und auch schon Baby-Kaulquappen. Und damit die jetzt wieder einen sicheren Platz haben, wo sie ihre Eier ablegen können und sich zurückziehen, habe ich mir überlegt, dass ich einfach ein neues Biotop anlege. Biotop, das heißt neuen Lebensraum. Und im Fall der Unken jetzt eine neue Pfütze. Wenn du mir helfen magst, dann könntest du mitkommen. Sehr gerne, das mache ich doch. Ich wollte mir die Unken genauer anschauen. Aber Lisa will sie nicht noch mehr stören. Sie ist Unkenbetreuerin und sieht regelmäßig nach den Tieren. Später will sie mir eine Stelle zeigen, wo ich weitere Unken beobachten kann. Doch vorher muss ich ihr helfen. Ah, guck mal, hier scheint eine ganz gute Stelle zu sein. Hier sammelt sich ein bisschen das Regenwasser. Mhm. Da würde ich sagen, fangen wir am besten gleich an. Wir graben am Rand, damit durch unsere Pfütze niemand mehr durchfahren kann. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, reicht's? Ja, also so eine kleine Pfütze reicht schon für die Unken. Perfekt. So wird der Boden fest, damit das Wasser nicht gleich wieder versickert. So, beim nächsten Regen füllt sich unser Loch mit Wasser und die erste Unke kann auch schon einziehen. Aber meine Aufgabe habe ich immer noch nicht gelöst, Lisa. Ich suche doch die Unke mit den Herzaugen. Wo finde ich die denn? Ja, da könnte ich dir vielleicht weiterhelfen. Ich denke, das könnten wir schaffen. So, Leute, wir haben unsere Schaufeln gegen einen Kescher eingetauscht. Denn ich will endlich meine Unke mit den Herzaugen finden. Gut, dass ich mit Lisa unterwegs bin. Als Unkenbetreuerin darf sie ausnahmsweise ein Tier für mich fangen. War zu flink. Ah, wir Hast haben du sie. Sie. Wir haben sie. Ja! Da ist sie. Boah, krass. Ja, und guck mal, von oben ist sie total unscheinbar. Halt mal ganz kurz. Ja. Also, das stresst sie jetzt vielleicht weniger, wenn wir sie gar nicht erst in die Hand nehmen. Mhm. Sondern wenn ich die in so ein Einmachglas tue. Ah. Schau mal, ich habe auch eins dabei. Perfekt. Bisschen Wasser rein und. Mhm. So, genau. Schwupp. Drin ist sie. Guck mal. Boah, richtig gelb der Bauch. Deshalb heißt dieses Tier Gelbbauchunke, erklärt mir Lisa. Warum hat die denn so einen gelben Bauch eigentlich? Das gibt's bei Tieren immer dann eigentlich, wenn die giftig sind. Zum Beispiel Wespen sind ja auch gelb und schwarz. Und das ist eine Warnung für alle, die fressen wollen. Mhm. Achtung, ich bin giftig. Ja. Wenn man die auch anfasst, dann kann es auch sein, dass du dir dann aus Versehen ins Gesicht langst, in die Augen fasst oder so. Dann würdest du da auch ganz schwere Hautreizung kriegen. Lisa fängt noch eine ganz junge Unke. Und endlich kann ich den beiden mal tief in die Augen schauen. Wenn ich mir die Unken jetzt so näher anschaue, dann schauen ihre Augen herzförmig aus. Kann das sein? Ja, also das ist die Besonderheit von der Gelbbauchunke, dass sie keine runde Pupille hat, sondern es schaut eben aus wie ein auf der Spitze stehendes Dreieck oder eben auch ein Herz. Boah, cool! Das heißt, ich habe meine Aufgabe gelöst. Die Gelbbauchunke ist mein Tierchen, das ich finden sollte. Wie cool! Dann mache ich gleich mal ein Foto. Schön in die Kamera schauen. Von meinen drei Aufgaben habe ich endlich eine gelöst. Die anderen beiden kriege ich hoffentlich auch noch hin. Doch jetzt dürfen die Unken erst einmal zurück in die Pfütze. Schwupp. Oh, das waren nicht die Unken. Wird wohl Zeit für die nächste Aufgabe. Welches Tier kann die besten Pfützen bauen? Es lebt beim Reiserer Bauer in Jettenbach. Na, dann mache ich mich mal auf den Weg nach Jettenbach. Ah, den Reiserer Bauern habe ich schon mal gefunden. Hi, Matthias. Hi, Pia. Grüß dich. Vorsicht, Vorsicht bitte. Hier, Stromzaun. Oh, Stromzaun, gut, dass du sagst. Ich bin ja auf der Suche nach dem Tier, das die besten Pfützen baut. Mhm. Bin ich dabei dir richtig? Da bist du richtig, Pia. Ich mache jetzt dann den Strom aus und dann kannst du mit in die Weide mit mir kommen und wir machen uns auf die Suche nach Pfützen. Vielleicht entdecken wir diesen berüchtigten Pfützenbauer. Alleine dürfte ich natürlich niemals auf die Weide gehen. Das wäre viel zu gefährlich. Ich habe gedacht, dass wir jetzt Kühe sehen. Aber das sind indische Wasserbüffel. Was machen die denn hier? Matthias, jetzt kommen schon die Büffel auf uns zu. Ja. Wie müssen wir uns denn jetzt verhalten? Also, unsere Büffel stammen aus Südostasien, sind domestizierte, also sind Haustiere und sind von ihrem Charakter her sehr sanftmütig. Wir müssen, wenn wir uns jetzt so ganz ruhig verhalten,
die Tiere sind es durchaus gewohnt, wir müssen uns nicht fürchten. Okay. Also du brauchst keine Angst zu haben. Da sehen wir jetzt gerade, das ist der Ivan, der ist natürlich besonders neugierig. Hallo. Und der Ivan besucht uns da mal. Der begrüßt uns jetzt auch mal. Ja. Oh, hallo Ivan. Feiner Ivan, ne? Darf ich den streicheln? Du kannst ihn berühren, so lange wie es ihm, was, der zeigt dir das ganz, ganz schnell. Zeig mir das an. Ja. Hallo. Feiner Ivan, ne? Braver Ivan. Ja. Wow. Ich war, glaube ich, noch nie einem Büffel so nah. Hm. Oh, der kennt dich schon, gell? Natürlich. Vor den mächtigen Hörnern habe ich ziemlich Respekt. Ivan, komm. Komm, mein Süßer, komm. Komm, Ivan. Der Mann ist nicht böse, aber der, wenn, schiebt. Und es gibt ja das Sprichwort, du bist ja wie ein Büffel. Ja. Und wenn der sein Willen hat, dann macht er das einfach so. Ja. Und da kannst du den kaum bremsen. Ja, ich hab's gemerkt. Ja. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass sein Rücken total voller Schlamm war. Warum denn? Ja, der Ivan kann einfach nicht so schwitzen. Aha, da kenne ich noch jemanden, der nicht schwitzen kann. Schweine nämlich. Genau. Und wenn die sich abkühlen wollen, dann suhlen die sich im Matsch. Genau so ist es. Und so macht es der Ivan auch. Korrekt. Ah, der Ivan suhlt sich also im Matsch. Irgendwo hier auf der Weide, nehme ich an, oder? Genau. Können wir uns das mal anschauen? Sehr gern, Pia. Ja, dann schauen wir mal. Ja. Durch das Suhlen entsteht mit der Zeit ein Mini-Tümpel. Die Wasserbüffel sind also meine Pfützenbauer. Da ist sie, die Pfütze. Sehr schön. Die Pfütze habe ich gefunden, das Tier auch. Aber das Tier in der Pfütze wäre halt noch perfekt. Meinst du, Matthias, das kriegen wir noch irgendwie hin? Ich konnte es zwar nicht versprechen, aber die Sonne brennt nieder, es ist heiß. Ich denke, wir brauchen uns nicht mehr allzu lang gedulden und die Büffel nehmen ihr tägliches Bad. Aha, okay. Doch wie es aussieht, wird es noch etwas dauern, bis ich mein Foto machen kann. Im Moment scheint eher Fressen als Baden angesagt zu sein. Deshalb gehen wir weiter und kämpfen uns durch den Matsch. Matthias will mir jemanden vorstellen. Hey, schau mal. Ah, da ist er schon. Der Andreas. Hi, Andreas. Hallo. Wir kommen gleich zu dir. Wenn ihr es schafft. Andreas ist Naturschützer. Er und Matthias hatten die Idee, Wasserbüffel als Pfützenbauer einzusetzen, damit sie neuen Lebensraum für andere Tiere schaffen. Welche das sind, zeigt mir Andreas. Ganz vorsichtig. Oh, schau mal, da ist was. Echt? Hast du's? Ich hoffe. Das ist jetzt ein junger Seefrosch. Die wohnen auch ganz gerne hier in diesen kleinen Pfützen, weil da werden sie nämlich nicht von den erwachsenen Seefröschen gefressen. Aufgewachsen ist der Seefrosch da drüben in dem großen Tümpel und da leben auch die Eltern. Aber der Nachwuchs, der weicht hier in diese Wasserbüffelpfützen aus. Und der ist auch noch ganz jung, oder? Der ist ganz jung, der geht jetzt gerade an Land und versucht eben hier sein Glück in dieser kleinen Tümpelwelt. Die Büffel leisten ganze Arbeit. Das kann man von oben gut sehen. Dort, wo die Tiere langgehen und sich suhlen, haben sie jede Menge Pfützen in allen Größen geschaffen. In denen leben nicht nur Frösche, sondern auch Gelbbauchunken. Und am Rand paaren sich Pechlibellen. Mal sehen, wen Andreas jetzt aus der Pfütze holt. Ah ja, guck, da haben wir zum Beispiel Mückenlarven und Eintagsfliegenlarven. Wo siehst denn du da was? Ah, da! Ja, die sind ja winzig. Ja, die besiedeln ganz schnell so eine Pfütze oder so eine Trittspur von den Büffeln, sobald die angelegt wurde. Das ist so ein Wettrennen. Ja. Die Unke schaut auch, dass sie als erstes ihre Eier reinlegt, damit die Kalkwappen aufwachsen, bevor vielleicht irgendwelche Tiere dort drin aufwachsen, die dann die Kalkwappen wieder fressen wollen. Über die Mückenlarven aber freuen sich die Kalkwappen, denn davon ernähren sie sich. Da hinten passiert was. Die Wasserbüffel kommen und steuern zielstrebig die Pfütze an. Da muss ich natürlich hinterher. Zum Glück ist Matthias in der Nähe geblieben. Oh, Matthias, jetzt gehen Sie echt rein in die Pfütze. Oh ja, schön. Können wir ein bisschen näher rangehen? Ja, ganz vorsichtig. Ja. Die Wasserbüffel sind richtige Biobagger. Beim Suhlen entstehen Kuhlen, die sich mit Wasser füllen und immer größer werden. Ohne die Büffel würden die Kuhlen wieder zuwachsen, weil das Gras alles überwuchert. Dann würden Unken, Frösche
und alle anderen Pfützenbewohner ihr Zuhause verlieren. So passt schon, oder? Wir wollen sie gar nicht mehr stressen. Ja, besser. Oh, richtig entspannt sind sie da drin. Ja. Wahnsinn, ich habe meine Aufgabe gelöst. Das sind die Tiere, die die besten Pfützen machen. Da mache ich auch gleich ein Foto davon. Sehr cool und gechillt, meine Pfützenbauer. Sie kommen neben die Unke mit den Herzaugen. So Leute, zwei Aufgaben habe ich schon gelöst. Fehlt nur noch die dritte, nämlich die Urzeitkrebse. Ihr fragt euch sicher, was aus denen geworden ist. Na dann, kommt mal mit. Zu Hause habe ich das Aquarium gleich in die Sonne gestellt und dann schon mal Futter reingestreut, damit die Urzeitkrebse gleich was zu fressen haben, wenn sie geschlüpft sind. Aber irgendwie ist nichts passiert. So gar nichts. Ob ich was falsch gemacht habe? Doch dann, eines Morgens, waren sie geschlüpft. Meine ersten Sommerschildkrebse. Helmut! Schau mal, ich hab's geschafft. Hey, was hast du da? Schau her. Huch. Ja, cool. Nicht schlecht, oder? Ja, schauen richtig gut aus. Darf ich die jetzt auch da reinsetzen? Das können wir machen. Ja, sehr gut. Das sind ja Sommerschildkrebse. Auf jeden Fall. Genau, dann haben wir kein Problem. Jetzt hätte ich fast mein Foto vergessen. Ich muss doch noch ein Foto machen. Na, wird's Zeit. Ich habe alle Aufgaben gelöst. Urzeitkrebse gezüchtet, die Unke mit den Herzaugen und den Pfützenbauer gefunden. Pfützen sind echt mega cool. Hättet ihr gedacht, dass so viele Tiere hier drin leben? Es lohnt sich also wirklich mal genauer hinzuschauen. Hier zum Beispiel leben total viele Kaulquappen. Ah, und da vorne habe ich sogar einen kleinen Laubfrosch gefunden. Oh, flop und weg ist er. Ich sag tschüss und freue mich schon wahnsinnig auf unsere nächsten Abenteuer in der wilden Natur.